33 750 Gramm festkochende Kartoffeln, eine Salatgurke, 200 Gramm Endiviensalat, 1 Bund Radieschen, 1/2 Bund Schnittlauch, 4 Esslöffel Weißweinessig, 3 Esslöffel Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, 6 Esslöffel Rapsöl, 1/2 Bund Dill, 2 Esslöffel mittelscharfer Senf, 2 Esslöffel Honig, 2 Schalotten, 400 Gramm Grilled Lachs, in Scheiben 1, die Kartoffeln waschen und mit Schale etwa 20 Minuten kochen. Abgießen, ausdämpfen lassen und pellen. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden. Abkühlen lassen. 2 Die Gurke schälen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Den Endiviensalat putzen, waschen und in grobe Streifen schneiden. Die Radieschen putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Den Schnittlauch waschen, trocken tupfen und in feine Röhrchen schneiden. Alles vermischen. 3 Esslöffel Essig, Brühe, Salz, Pfeffer und 3 Esslöffel Öl verrühren. Über den Salat geben. Abschmecken. 3 Den Dill waschen, trocken tupfen und fein hacken. Senf, Honig und 1 Esslöffel Essig verrühren. 2 Esslöffel Öl und den Dill unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 4 Die Schalotten schälen und fein würfeln. Die Kartoffeln im restlichen heißen Öl 2010 bis 15 Minuten braten. Die Schalotten dazugeben und kurz mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Lachs mit den Bratkartoffeln und dem Salat anrichten. Die Soße dazu reichen. Pro Person 500 Kilokalorien, 26 Gramm Eiweiß, 27,9 Fett, 34 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe.